So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Reisemobil TV. Wir sind in der Vorbereitung auf unseren nächsten Urlaub. Es geht mal wieder nach Norwegen. Wir waren dieses Jahr schon einmal in Norwegen an unserem bekannten Ort bei unseren Freunden Jon und Lene oben in Bjordal. Diesmal geht es wieder nach Norwegen, ein paar Wochen später. Haben wir so natürlich auch noch nicht gemacht, aber wir haben den Urlaub diesmal so gelegt, dass also Ende Juni ist eigentlich alles gegessen für den Jahresurlaub 2022. Wir waren im April dort und zwar haben wir uns das Vorzelt von Dorema gekauft, dieses Travel Air Modul. Und zu diesem Video oder zu diesem Vorzelt habe ich ein Video gedreht, oben in Norwegen, den Aufbau. Wir haben dieses Zelt bekommen von der Firma DoorOut.com. Wir hatten ja schon unseren Shelter. Also er war top. Der ist immer noch top. Der ist nicht verwittert, kein gar nichts. Wir haben den im Winter vernünftig trocken abgelagert. Über den Winter wird auch trocken verpackt. Also das Ding hat nichts. Würde ich auch immer wieder empfehlen, wer jetzt kein Vorzelt haben muss. Es ist natürlich preislich wesentlich günstiger als ein Vorzelt. Und trotzdem hatten wir mal so ein bisschen... ja, auch einfach mal Bock auf was Neues und hatten uns dann für so ein Vorzelt entschieden. Wir haben dann recherchiert so ein bisschen und dieses Dorema-Vorzelt, das hatte mir ganz gut gefallen. Ich habe dann natürlich, mache ich das auch, auf YouTube einige Videos dann so angesehen. Eins ist von Camp for Van oder Fan for Van, glaube ich. Der hatte dieses Zelt mal vorgestellt. Und natürlich bin ich dadurch dann auf dieses Produkt gekommen, habe dann mir gemerkt, wie es hieß, habe mir dann verschiedene andere Sachen, zum Beispiel Happy Camping hatte da auf diesem Caravan-Salon mal das Zelt ein bisschen vorgestellt. Und so fand ich das im Prinzip fantastisch. Natürlich auch mit der Möglichkeit, dass wir zu dieser Basisversion, die man kaufen kann, natürlich das beliebig erweitern kann. Wir können also verschiedene Segmente dort anbauen, die jeweils dann um 1,30 Meter erweitert werden. Und so kann man das nach seinen Vorstellungen auch immer wieder ja, vergrößern. Oder man sagt, die Basisversion reicht vollkommen aus. Das wird sich natürlich jetzt zeigen, wie wir dieses Zelt benutzen und ob wir wirklich vielleicht noch ein Zusatzmodul nehmen oder auch nicht. Was gibt es zum Dorema Vorzelt Travel Air im Prinzip zu sagen? Das Travel Air gibt es in zwei Varianten. Das ist einmal in der Klimatex-Variante und einmal in der 10K-Variante. In der All-Seasons-Variante, so wird es im Prinzip angeboten von Dorema. Die All-Season ist jetzt nicht nur von Dorema, die gibt es natürlich auch von Camper Dometic. Auch die bauen All-Seasons-Varianten-Zelte, während also das Klimatex leichter ist, das muss man sagen, ist das All-Season natürlich wesentlich schwerer. Wir haben, wie gesagt, und das hatte ich in den einen oder anderen Videos, werde ich das auch nochmal erwähnen, dieses Paket, was wir haben, ist die All-Season-Variante. Das ist 10K, ein spezielles Mischgewebe. Tiefer will ich da gar nicht eingehen. Die Firma DoorOut hat hier ein wunderbares Video, finde ich. Es geht so ungefähr 30 Minuten, glaube ich, ins Netz gestellt. Wen das interessiert, da werden alle Vor- und Nachteile im Prinzip der einzelnen Zeltstoffarten nochmal erklärt. Das All-Season, die All-Season-Variante ist ein paar hundert Euro teurer. Allerdings haben wir uns dafür entschieden, da dieser Stoff wesentlich robuster ist. Jetzt lässt sich trefflich darüber streiten. Wir sind jetzt nicht unbedingt welche, die jetzt sehr lange immer auf irgendwelchen Plätzen stehen. Da ist die Klimatex-Variante, sagt man, wesentlich einfacher, weil ein großer Vorteil ist, wenn dieses Zelt einmal nass ist, dann ist es auch sehr schnell wieder trocken. Ein Nachteil, diese Kondenswasserbildung im Innenbereich bei den Klimatex-Teilen. Deswegen habt ihr viele Sachen, viele Zelte, wo man noch eine Unterbahn einbauen soll, aus Baumwolle ist die meistens, die dann Tropfwasser im Prinzip auffängt, die sich dann so ein bisschen vollsaugt, die Flüssigkeit oder die Feuchtigkeit ein bisschen verteilt und bei geöffneten dann tagsüber, wenn also dieser Ausgleich stattfindet, dann wird die Feuchtigkeit ganz langsam nach außen abgegeben. Außerdem, wenn wir jetzt mal nach Kroatien fahren sollten, Kroatien ist bekannt für sehr schönes Wetter.
Sehr schönes Wetter hat natürlich einen Vorteil. Wir haben sehr viel Sonne. Kroatien ist fantastisch. Wer immer Wettergarantie haben will, der fährt nach Kroatien. Aber es hat einen Nachteil. Und Kroatiens schönes Wetter ist natürlich auf was zurückzuführen? Natürlich auf die Sonne. Und die Sonne ist für alle Materialien der größte Feind. Da machen wir kein X von U. Das ist so. Und wenn wir da diese Zelte aufbauen, dann kann es also sein, dass hier eine Verwitterung bei Klimatex einsetzt, weil das natürlich auch nicht so UV-beständig ist wie das All Season. Also wer jetzt nach Kroatien fährt des Öfteren, ja gut, wie gesagt, im Door-Out-Video wird das, verlinke ich mal hier oben. Guckt euch das Video an, wer wirklich jetzt mal, unabhängig davon, ob das jetzt das Traveler Air Modul ist, gibt es verschiedene bei Campadomatic auch die eine, sowohl die eine als auch die andere Variante. Das muss uns klar sein. Sonne ist, wie gesagt, da muss man eben abwägen, was ist mir wichtig. Für uns, wie gesagt, war es das All-Season-Zelt. Das haben wir uns zugelegt. Natürlich haben wir kein Geld dafür bekommen, dass wir das vorstellen. Trotzdem will ich hier ein paar Videos dazu machen. Wenn man das Zelt öfter aufbaut, dann weiß man natürlich über die ein oder anderen Macken so ein bisschen. Nachher weiß man, wie das alles funktioniert, wo die Schwerpunkte lagen, wo die Schwachstellen lagen, wo man, und das hatte ich jetzt am Südsee-Camp, was ich auch noch mal einstellen werde, das Video gezeigt, dass wir mit den Cubes nicht ganz so hinkamen. Ich habe dann fast eine ganze Woche hin und her überlegt und gemacht. Wenn wir es jetzt in Norwegen aufbauen, weiß ich es natürlich, wie dann alles gemacht wird, etc. pp. Aber das sage ich dann speziell in diesen Videos dann noch mal. So viel erstmal zur Einleitung, was wir gekauft haben. Die Basisvariante haben wir, also jetzt diese Basisvariante, hatte ich gesagt, wir eventuell noch mal das Zusatzmodul, wo wir dann hinten Fahrräder im Prinzip vernünftig hinstellen können. Wir haben da 3,20 Meter mal 1,30 Meter, gewinnt man dann noch mal dazu. Das sind runde 3,74 Quadratmeter. Da lässt sich schon einiges noch so ein bisschen unterstellen, was wir nicht unbedingt im Dings haben wollen, im Wohnmobil. Das aber dann später dazu, wenn es dann wirklich soweit ist und wenn der Gedanken vielleicht ausgereift ist und wir uns dieses Zusatzmodul kaufen. Wie gesagt, wir hatten den Seitentunnel und bis jetzt haben jetzt nochmal bestellt den Fronttunnel. Beide werde ich nochmal, Seitentunnel ist fertig, das Video, das kommt hier als nächstes im Anschluss. Und wir haben uns jetzt für die kommende Fahrt nach Norwegen den Fronttunnel tatsächlich nochmal bestellt. Ganz einfach, um auch ein bisschen flexibler zu sein, um mal zu sagen, okay, wir nehmen das dann diesen Fronttunnel für da und wir nehmen den Seitentunnel vielleicht für da. Der Seitentunnel war in der Klimatex-Variante ganz einfach deshalb, ich habe es bei Door-Out bestellt und die Firma ist hervorragend. Also wenn ich irgendwas im Bereich Zelt nochmal habe, kann ich diese Firma wärmstens empfehlen. Erstens, der Versand ist top, die sind sehr schnell im Versand. Was mich wirklich gefreut hatte, oder überrascht hat auch, das ist, man lernt einen Versandhändler online eigentlich erst so richtig kennen oder nicht kennen, wenn es mal um Retouren geht. Und tatsächlich hatten wir einen Retourenfall mit unserem ersten Zelt in Norwegen, als wir es aufgebaut hatten. Da erzähle ich aber in diesem Video noch mal was dazu. Trotz alledem war die Retourenabwicklung ganz hervorragend. Es ging super schnell. Wir haben das zurückgeschickt und hatten eine Woche später natürlich den Ersatz. Kein Wenn, kein Aber. Und hier müssen erst prüfen, wie wir es ja von vielen Versandhändlern kennen. Schicken sie es ein, dann dauert es 4 Monate in der Prüfung. Wie kann das passieren? Am Ende kommt man vielleicht zu keinem Ergebnis. Und wenn die Saison vorbei ist, habt ihr eventuell das Geld wieder. Oder sie erkennen die Retoure nicht an. Das kann ich über Door-Out.com überhaupt nicht feststellen. Wie gesagt, eine Woche total geile Retourenabwicklung. Also das hat mich echt geflasht, wie einfach und unproblematisch das ging. Viele Grüße gehen nochmal raus an Frau Henkel. Die hat nämlich die ganze Sachbearbeitung hier abgewickelt. Gut, mehr will ich dazu nicht sagen. Es werden einige Filme kommen über dieses Dorema-Zelt. Warum habe ich es bei Door-Out gekauft? Ja, die hatten den besten Preis. So bin ich im Prinzip auf die Firma gekommen. Ganz einfach und
unproblematisch. Wen ein solches Vorzelt mal interessiert, es kostet, glaube ich, ungefähr, wir haben 1700 paar zerquetschte bezahlt, ist jetzt eine Menge Asche und deswegen denke ich, dass also vielleicht auch den einen oder anderen das interessiert, welche Vor- und Nachteile zumindest dieses Zelt bietet. Ich selber habe leider nicht allzu viel gefunden, was YouTube bis jetzt dazu bietet. Deswegen finde ich es vielleicht interessant, auch gerade mal dieses Zelt so ein bisschen vorzustellen. Und zwar on top. Das wird nicht in 2 Minuten erledigt sein. Also wer denkt, man macht so ein Video über 2 Minuten. Leute, wir reden hier über ein Zelt für fast 1800 Euro. Ist jetzt nicht das teuerste, aber es ist eine Menge Asche. Und da möchte ich wissen, ist es einfach? Ist es nicht einfach? Hat es eine vernünftige Ausstattung? Hat es keine vernünftige Ausstattung? Taugen die Materialien? Was taugen die Materialien? Nichts. Was ist der Unterschied zwischen Klimatex und All-Season, Tenkate etc. pp.? Das möchte ich denn alles schon wissen. Das hätte ich mir gewünscht, dass ich das alles, diese Informationen hätte, um dann auch genau zu wissen, was ich mir kaufe, und dafür soll diese kleine Reihe hier sein. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Wie gesagt, seid gespannt, was da kommt. Wenn dieser kleine Ansager, der ja nur auch schon wieder ein paar Minuten geht, euch gefallen hat, gebt mir ganz gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, dann werdet ihr informiert, wenn die nächsten Videos jetzt von mir online gehen. Das Abo ist natürlich kostenlos. Wichtig, wenn ihr die Glocke drückt, drückt die ganz oben. Das andere ist personalisiert, da werdet ihr nicht über jeden Film informiert und dann entscheidet selbst, wollt ihr ihn gucken, wollt ihr ihn nicht gucken. Ist natürlich nur ein Angebot. Okay, wir sehen uns in Norwegen. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Jens.